Die perfekte Schlafqualität. In dem ersten Video hast du so die Basics gehört, für den perfekten Schlaf, was Schlaflänge und Schlafqualität betrifft. Jetzt möchte ich in den folgenden Videos auf, wie du am besten einschlafen kannst, durchschlafen und was du tun kannst, wenn du in der Nacht aufwachst, um dann wieder einzuschlafen. Im ersten Video gebe ich dir 5 Tipps, was ich tue, um so schnell wie möglich einzuschlafen. Die 5 Tipps sind für mich super gut und mich würde dann auch interessieren, wie du die findest, ob die bei dir auch wirken und was du vielleicht noch hättest, um zu sagen, hey, das ist nochmal ein Thema, da schläfst du schneller ein. So, meine 5 Tipps für ein richtig gutes Einschlafen. Der erste Tipp ist, beanspruche deinen Körper wie auch deinen Geist richtig stark am Tag. Den Körper 3 Stunden vorm Schlafen gehen, dann nicht mehr Sport machen, aber davor mach irgendeine Einheit, zum Beispiel HIIT-Einheit, Ausdauereinheit, um deinen Körper wirklich auch zu beanspruchen. Das führt dazu, dass eine Regeneration so schnell wie möglich vom Körper gewollt wird. Der zweite Punkt ist dein Gehirn. Dein Gehirn muss beansprucht werden. Das wirst du auch merken, wenn du viel gelernt hast, wenn du viel zu beanspruchen hast, wenn du viel denken musstest, stehst du wesentlich schneller ein. Das ist die Komponente, die am allerwichtigsten ist. Was der Gegenspieler ist, wenn du zum Beispiel fernsiehst oder im Handy guckst, aktivierst du dein Gehirn, weil du es inspirierst. Das heißt, versuche eine Methode hinzubekommen, um deinen Körper zu signalisieren, jetzt kommst du runter. Meditation, warme Bäder, Atemtechniken, um nur 3 Beispiele für den ersten Punkt zu nennen. Das ist das Thema Nummer 1, wo du im Endeffekt wirklich ein Einschlafen sehr, sehr stark beschleunigen kannst. Das zweite Thema ist, schaffe dir ein Denkarium an. Ich weiß nicht, ob du den Film Harry Potter kennst, aber da ist Professor Dumbledore, der seine Gedanken in ein Denkarium legt. Und das musst du auch schaffen. Weil was ist das Schlimmste? Dein Kopf dreht sich mit seinen Gedanken immer weiter, wenn du ihm nicht eine Möglichkeit gibst, zu sagen, hier legen wir es ab. Und deswegen schaff dir einen unbequemen Stuhl an, einen Block, einen Stift und schreibe die Sachen, die Probleme auf oder die Dinge, die du noch am nächsten Tag tun willst, um es aus dem Kopf zu bekommen. Weil im Kopf entscheidet sich, ob du schnell einschläfst oder nicht. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist Licht. Lichtquellen sind extrem entscheidend für die Bildung von Melatonin. Wenn du Melatonin bildest, schläfst du erstens gut durch, aber auch zweitens auch gut ein. Und deswegen sollten Blaulichtquellen vermieden werden. Das ist natürlich schon sehr häufig gesagt worden, aber rotes Licht und gelbes Licht sind förderlich, blaues Licht bitte 2-3 Stunden vorm Schlafen gehen nicht mehr. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, der bei mir sehr geholfen hat, ich habe auch mal bei meinen Patienten geguckt und auch mal selber probiert und auch recherchiert, was so Medikamente, die speziell fürs Schlafen, sage ich mal, verschrieben werden, aber die auch frei verkäuflich in der Apotheke sind. Und ich kann dir davon nur abraten. Ich kann dir davon nur abraten, weil sie die Schlafqualität langfristig verschlechtern. Das heißt, du wirst zwar schlafen, aber ein erholsamer Schlaf, ein regenerativer Schlaf wirst du niemals erreichen mit den herkömmlichen Medikamenten. Deswegen bitte mein Appell, obwohl ich Apotheker bin, nehme keine Schlafmittel ein. Das ist der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt ist aber, was nehme ich ein, um wirklich nochmal einen Benefit zu haben für mein Einschlafverhalten, aber auch für das andere. Und da gebe ich dir einen klaren Tipp. 4 Sachen, die ich nehme und ich erkläre auch, warum ich sie nehme und wie ich sie einnehme. Der erste Punkt ist Magnesium und das ist ein organisches Magnesium, nehme ich zum Abend hinein, ungefähr 300 Milligramm, weil du deine Schlafqualität durch Magnesium massiv erhöhst. Also bei mir ist es so, ich messe meine Schlafqualität und Magnesium hat das um 10-15% im Tiefschlafbereich verbessert. Und ja, Melatonin ist ja das natürliche Schlafhormon und wird aus L-Tryptophan gebildet. Und ich habe gedacht, okay, ich versuche das erstmal ohne das fertige Produkt, sondern mein Körper soll was tun. Und ich habe L-Tryptophan 500 Milligramm genommen, kombiniert mit Vitamin B3 und B6 in niedriger Dosierung, weil das eigentlich eine aufputschende Komponente hat. Aber
Warum habe ich das gemacht? Weil L-Tryptophan, wenn du nicht Vitamin B3 hast, bildet sich zum Vitamin B3 zum allergrößten Teil, über 90%. Und die Umwandlung von L-Tryptophan in Melatonin geht dann noch weiter runter. Und deswegen ein kleiner Schuss Vitamin B3 hilft einfach, mehr Melatonin zu bilden. Und Vitamin B6, obwohl das auch eine anregende Sache hat, erhöht den REM-Schlaf und ist extrem wichtig, um Melatonin wirklich zu bilden. So, das waren meine 5 Punkte für eine wirklich gute Einschlaffunktion in meinem Körper, würde ich es jetzt mal nennen. Wenn du dazu noch Fragen hast oder noch einen zusätzlichen Tipp, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und schau dir auf jeden Fall folgende Videos an zum Thema Durchschlafen und zum Thema Wiedereinschlafen. Und natürlich die Basics im ersten Video. Ich freue mich, von dir das nächste Mal zu hören. Mach's gut, dein Frank.